Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Athletinnen-Live-Talks Schritt für Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Heute mit einem Spezial zur ersten Nominierungsrunde für das Team Deutschland für Tokio. Am Dienstagabend, glaube ich, war es soweit. Da hat der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, die ersten 54 Sportlerinnen und Sportler ins Team D berufen, also die offiziell nominiert wurden für die Olympischen Spiele in Tokio, darunter Kletterer, Seglerinnen, Schützinnen und Schützen, aber eben auch Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler und eben auch eine große Anzahl an Schwimmerinnen und Schwimmern. Und davon, von den letzten beiden Sportarten, haben wir zwei Gäste heute im Talk dabei. Und das ist zum einen Petrissa Solja, Tischtennisspielerin und Tokio werden ihre zweiten Olympischen Spiele. In Rio war sie schon dabei, auch erfolgreich. Silbermedaille gewonnen mit der Mannschaft. Und ja, herzlich willkommen, Petrissa. Hallo. Und noch dabei ist Damian Wierling, Freistil-Schwimmer, Experte über 50 und 100 Meter. Auch Tokio sind auch Damians zweite Olympische Spiele. Er war in Rio auch mit dabei und ist jetzt nominiert für 100 Meter Freistil und dann eben auch für die Staffeln 4x100 Meter Freistil und eben 4x100 Meter Lagen, obwohl er mir gerade schon erzählt hat, dass das dann vor Ort entschieden wird, wer der schnellste Freistil-Schwimmer für diese Staffel ist. Hi Damian. Moin. Genau, schön, dass ihr dabei seid. Wie habt ihr denn so eine Nominierung? Ist das für euch noch etwas Besonderes, Damian? Deine zweiten Spiele, fiebert man darauf hin oder ist es eher so, jo, ich habe die Norm geschwommen, das war eigentlich das Entscheidende? Ja, ich glaube, der Punkt, wo man den Quali-Wettkampf hat und wo man an die Norm geschwommen ist, ist so der emotionale Moment, wenn man sagt, okay, jetzt in dem Moment muss man eben die Zeit schwimmen. Das war bei mir halt auch in dem letzten Rennen die letzte Chance, wo ich die Norm schwimmen konnte. Und das war natürlich dann der, und wenn, als das dann geschafft war, war es dann klar, okay, darauf folgt dann die Nominierung. Wahrscheinlich und ja, also der emotionale Moment war dann schon im April bei dem Quali-Wettkampf, ja. Petrissa, wie war es bei dir? Eure Quali liegt ja auch schon weit zurück, oder? Ihr habt euch schon 2019, meine ich, qualifiziert, irgendwie bei den Europaspielen in Minsk. Wie war das Gefühl am Dienstag oder Mittwoch, als du erfahren hast, jetzt ist die offizielle Nominierung durch? Genau, also in Minsk haben ja Tischtennisspieler alle Tickets lösen können mit unserem ersten Versuch. Und ich kann es aber jetzt erst richtig glauben, seit Dienstag. Mir war schon länger klar, dass ich wahrscheinlich nach Tokio fliegen werde, weil der Verband mir das auch dann gesagt hat. Aber natürlich die offizielle Nominierung musste dann der DOSB machen. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Und ja, habe dann auch mit einem Glas Traubensaft angestoßen, ja. Das ist sehr gut. Damian, was gab es bei dir, als du die Quali geschafft hast? Auch Traubensaft? Nee, gar nichts. Ich glaube, wir haben einen Burger ins Hotel bestellt. Ja, genau. Das war eigentlich, wir waren ja auch unter einem Hotel und am nächsten Tag noch ein Rennen gehabt. Ja, war nichts los. Alleine auch mit einer Freundin einen Burger bestellt. Jetzt war das für euch beide, wie gesagt, Nominierung zu den zweiten Olympischen Spielen. Erinnert ihr euch noch daran, wie es war, als ihr erfahren habt, ihr seid das erste Mal bei Olympia dabei? Petrissa, wie war es vor Rio mit der Nominierung? Genau, noch ein besseres Gefühl? In Rio war das eine größere Zitterpartie, denn bei uns Tischtennisspielerinnen oder halt auch Spielern dürfen nur zwei im Einzel starten. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir drei Spielerinnen in den Top 15. Und ich wollte natürlich auch mein Einzelticket lösen und genau, wurde am Ende dann auch nominiert für das Einzel. Und ja, also das wirklich Emotionale jetzt mit Tokio war in Minsk bei den European Games, als dann die Quali feststand. In Rio war das eher so, als dann wirklich die Nominierung gefällt wurde. Das war dann das richtig Emotionale. Ist es denn so, wenn ihr euch als Mannschaft qualifiziert, dass ihr dann
parallel zwei Einzelstartplätze habt und oder ist das, wird jedes Ticket einzeln vergeben? Genau, also es ging mit den European Games los in Minsk, also 2019 im Sommer. Und nur der Gewinner in der Mannschaft qualifiziert sich, also hat das erste Ticket. Mhm. Und wenn man sich mit der Mannschaft qualifiziert, kriegt man auch beide Einzelstartplätze. Und zudem habe ich dann auch noch mit Patrick Franziska das Mixed-Doppel gewonnen. Und das war mein erstes Ticket oder erste Ticket von allen Tischtennisspielern und haben dann somit dann auch alle Tickets gelöst und ja, hatten dann es ein bisschen gemütlicher jetzt und konnten damals wie die anderen, genau, wie die anderen Qualifikationen laufen und konnten uns jetzt halt gemütlicher drauf vorbereiten, ja. Mix ist das erste Mal dabei, oder? Bei den Olympischen Spielen. Freust du dich drauf? Genau. In der Vergangenheit gab es auch mal Doppel. Also es wird immer mal wieder gewechselt. Jetzt kam Mix-Doppel dazu. Und es wird sehr, sehr interessant, weil nur eine Paarung pro Nation starten kann. Und ja, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass die Asiaten bei uns, vor allem die Chinesen, sehr stark sind. Und es darf nur ein chinesisches Paar starten. Also hat man wirklich eine gute Chance, wenn man sehr gut spielt, auch eine Medaille zu gewinnen, ja. Und wenn die Auslosung stimmt? Ja, es muss wirklich alles stimmen. Ein bisschen Glück braucht man dann auch noch. Ja, okay. Damian, du hast erzählt, gerade im Vorfeld auch, dass es für dich auch, also du hattest dir quasi auch ein bisschen Sorgen gemacht, ob du diese Quali überhaupt schaffst, weil du eben in diesem Jahr auch Corona erkrankt warst und dadurch halt ein paar Tage auch raus aus dem Training. Wie war so die Zeit für dich? Ich meine, die Quali-Wettbewerbe, der Zeitraum der Qualifikation, der hat sich ja bei euch eben auch verschoben. Wie viel Druck hast du dir da selber gemacht, dass du es schaffst? Enorm viel. Also da war sehr viel Druck im Kessel. Also wir hatten das ja letztes Jahr, war ja nicht die Quali gewesen, dann war auch quasi der erste Zeitraum schon anberaumt. Der wurde dann halt Covid-bedingt halt in der Mitte abgebrochen. Da wären meine Wettkämpfe noch gewesen. Das heißt, ich hatte auch bis dahin, so 2020, noch gar keine Chance gehabt, die Quali zu schwimmen. Und ja, musste halt quasi jetzt alles darauf setzen. Ja, und dann ist nach so einem Jahr mit wenig Wettkämpfen, mit wenig unter Belastung, unter Druck halt auch zu performen, die Wundertüte besonders groß. Und da war dann schon heftig Druck. Also dann hatte ich nochmal Mitte März eben diese nervige Covid-Erkrankung, die mich dann auch nochmal 2 Wochen aus dem Training rausgeboxt hat, die ich aber sehr glücklicherweise sehr gut überstanden habe und sehr einfach. Konnte eigentlich ziemlich schnell wieder einsteigen, habe dann wieder Vollgas gegeben. Aber deswegen war dann die Nacht und die Abende zum Quali-Wettkampf hin, zum Rennen hin, die waren dann keine ruhigen, keine schönen, entspannten. Aber ist es für dich, die 100 Meter, sind das die Strecke, wo du gesagt hast, okay, das auf jeden Fall, oder wären die Quali über die 50 auch noch gut gewesen? Nee, wir haben die 100 uns, also ich habe mir ganz gesagt, die 100, also die 50, die liefen letzten 2, 3 Jahren schon nicht mehr so, das ist dann auch mittlerweile so spezifisch geworden in der Weltspitze, also dann gibt es eigentlich, es ist noch mal spezieller geworden. Es gibt dann die 50-Meter-Leute, das sind dann auch, die trainieren ganz anders. Das ist schon dann fast eine ganz andere Welt gegenüber den 100-Meter-Leuten. Also deswegen habe ich mir die 100 dazwischen ausgesucht und tendenziell eher Richtung auch 200, weil dann sind die 100, so wie ich sie trainiere, dann auch eher näher den 200. Die 4x2-Staffel, die ich mir dann noch hätte ausgeguckt gerne, die liegt aber genau am gleichen Tag wie mit dem Einzelrennen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen voll auf dieses Einzelrennen 100 Kraul und das war quasi meine einzige Lücke. Wir wollen ja hier im Talk auch Schritt für Schritt, heißt ja nicht umsonst, denn auch die Nominierung ist ein Schritt zu den Olympischen Spielen. Ihr seid aber schon viele Schritte gegangen. Hättet ihr damals als, sagen wir mal, 12-Jährige damit gerechnet, dass ihr irgendwann schon mal zu euren zweiten Olympischen Spielen nominiert werdet, Petrissa? Wie war das bei dir als 12-Jährige? War der Weg vorgezeichnet? Also ich komme aus einer Tischtennisfamilie und ja, also ich habe 2 ältere Schwestern, die haben auch
oder spielen immer noch Tischtennis und mein Vater ist der Trainer von uns gewesen. Und ja, das erste, ja, Tischtennisbild entstand so mit 1,5 Jahren. Also ich würde schon sagen, ja, Da dass konntest du aber noch nicht über die Platte gucken. Wie hast du das gemacht? Nein, also ich hatte meinen Schläger schon in der linken Hand. Das ist auch kein Bild mit Tischtennistisch. Und ja, ich habe früher oft gegen die Wand gespielt oder mit meinem Vater dann immer so hin und her ohne Tisch. Und ich wollte immer früh anfangen, aber ich konnte einfach nicht über den Tisch gucken. Und ja, dann hat mein Vater gesagt, okay, wenn ich 5 bin, dann probieren wir es. Weil wenn man vielleicht zu früh anfängt, dann versaut man sich so ein bisschen die Technik auch. Also wenn man nicht richtig, ja, wenn man den Ball eh nicht sieht, dann bringt es auch nichts. Und ja, und an meinem Geburtstag wohl, so wird mir gesagt, so ganz genau kann ich mich nicht erinnern, da war ich ja noch recht jung. An meinem 5. Geburtstag bin ich dann zu meinem Papa hingegangen und habe gesagt, so, jetzt ist es Zeit. Und bin dann auf meine Zehenspitzen und habe dann ja die ersten Bälle so gespielt. Und ja, man hat wohl schon früh gesehen, dass Potenzial da ist. Aber mit 12 jetzt habe ich mir ehrlich gesagt nie so Gedanken gemacht, dass ich jetzt unbedingt zu Olympischen Spielen will. Und ja, ich habe einfach Tischtennis unbeschwert gespielt, ohne Druck, mit Spaß. Und ja, war eine schöne Zeit jetzt. Aber das ist ja auch ein Spiel. Damian, bei dir schwimmen, klar, sicherlich auch mit Freude. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich aber auch ein Ziel haben, ich will zu Olympischen Spielen? Gab es den Moment? Spezifisch zu Olympischen Spielen war so, glaube ich, 2015. Also sehr spät. Also ich bin in den Sport gekommen, eher weil ich ja auf Untü also ich, weil ich es musste quasi, um einfach weil Schwimmen lernen einfach was Essentielles ist. Ja, und ich war eigentlich immer, ich hatte immer eine Freude schon im Teamsport und eher so im Fußball unterwegs und fand ich auch super, bis meine Eltern irgendwann gesagt haben, so, nee, so Fußballplatz, lassen wir da lieber und ab in die Schwimmhalle mit dir und dann musste ich da halt ein bisschen mehr machen und, aber das war nie so ein Familiensport, also ganz, ganz anders als bei Petrissa. Also meine Mama sagt zwar, sie kann gut schwimmen und meine Schwester, einer der Schwestern auch, aber ist nicht mit Erfolg und, genau, und dann habe ich mich da einfach reingewachsen und irgendwann habe ich gesehen, okay, es läuft ganz gut und habe ich einmal weitergemacht. Einfach weitermachen ist ja im Leistungssport nicht immer so. Also man muss ja schon sich irgendwann entscheiden, gehe ich auf eine bestimmte Schule vielleicht, wo ich gefördert wäre. Wie war das bei dir, Damian? Ich meine, Schwimmen ist super trainingsintensiv. Irgendwann werden die Umfänge ja auch größer. Dann musst du halt auch mal vor der Schule schwimmen. Wie war das bei dir? Ja, also das ist dann schon, also klar, dann geht man irgendwann den Weg, aber man wächst da ja auch rein und man hat dann ja auch immer einen Teamkameraden, das ist ja auch sehr eng, weil man eben auch so viel Zeit miteinander verbringt. Also ich war, glaube ich, 13, 14, da habe ich dann meine erste Frühtrainingseinheiten gemacht. Das war da so ein bisschen Vielfahrerei, auch gerade für meine Eltern, die mich da halt mega supporten mussten, weil ich habe in Mülheim gewohnt, bin in Duisburg zur Schule gegangen und habe in Essen trainiert, dann nachher ab 2010, also ab 14. Und das war halt total, also ne, das war dann Schwimmen, kurz nach Hause umziehen in die Schule, dann wieder direkt von der Schule zum Training, dann nach Hause, dann Hausaufgaben. Also das war so eine ganz intensive Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute machen würde. Ja, aber das, ja, und dann hat sich halt irgendwann mit 14 so, ja, war das halt so. Dann geht man einfach zum Frühtraining und die anderen sind halt auch da und man will das halt ja auch nicht verpassen. Und so Ja. bin ich halt mal da reingegangen und Und ja. das jeden Tag. Ja, dann noch nicht. Also es war einmal die Woche, zweimal die Woche dann steigert sich das dann so. Und dann, wenn halt intensive Schulphasen waren mit Klausuren, dann war es vielleicht auch mal nur einmal wieder anstatt dreimal. Also mit 17, 18 waren es schon so dreimal. Und jetzt sind es halt ganz normal, so viermal. Also es ist auch jetzt auch wieder, ändert sich das wieder hier und da. Ja. Petrissa, wie war es bei dir? Wann wurden die Trainingseinheiten intensiver und auch öfter? Kannst du dich daran noch erinnern? Also ich war relativ früh schon sehr gut. Mit 14 habe ich in der ersten Bundesliga gespielt bei den Damen. Und ja, ich habe mein Fachabi gemacht und
Bis zu dem Zeitpunkt habe ich einmal am Tag trainiert, meistens abends dann. Also nach der, ja, okay, Schule ging bis mittags, ging jetzt nicht bis abends. Habe dann Hausaufgaben gemacht und dann am Abend bin ich dann oder habe ich mit meinem Vater und mit meiner Schwester, also die spielt ja auch Tischtennis, die Vereine abgeklappert, die Dorfvereine und habe dann ja, mit Männern trainiert. Meistens war es so, ja, wir haben uns kurz eingespielt und dann ging es gleich los mit Wettkampf. Hab gleich Sätze gespielt und ja, davon habe ich wirklich viel profitiert. Und ja, und dann mit 18 habe ich dann meinen Schulabschluss gehabt und bin dann erstmal nach Österreich, nach Linz gezogen und habe dort 2 Jahre. Oder habe mich ab dem Moment dann voll aufs Profi-Dasein konzentriert und war dort 2 Jahre, habe 2 bis 3 Mal am Tag trainiert, reines Tischtennis, also im Durchschnitt vielleicht so 6 Stunden am Tag nur Tischtennis, ja, 5-mal die Woche und am Wochenende dann auch Wettkampf. Und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Jetzt ja, trainiere ich auch 2-mal, aber öfter auch nur einmal oder mache dann doch mal einen Tag Pause. Und ja, also ich bin nach 2 Jahren Österreich, bin ich dann wieder nach Deutschland gezogen, nach Düsseldorf. Ich komme eigentlich aus der Pfalz. Also ja, war dann in Düsseldorf und da habe ich dann auch einen Riesensprung gemacht. Also dort habe ich dann auch mit der Nationalmannschaft trainiert und ja, Ja. wurde dann immer erfolgreicher und ja, es lief dann irgendwie. Man hat halt weitergemacht. Wie gesagt, die anderen sind auch immer in der Halle. Dann waren auch viele Älteren da, die haben dann auch 2-mal trainiert. Und warum soll man jetzt als Jüngere dann nur einmal trainieren? Und dann wurde man halt so mitgezogen. Man wollte auch besser werden, besser als die anderen. Und ja. Ja. Wie gut könnt ihr denn eigentlich die Sportart des anderen, Oh Petrissa? Wie gut schwimmst du? also, meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass ich früh schwimmen lerne, dass ja nichts passiert und so, ist ja auch wichtig. Aber das war es dann auch. Also, ich gehe nicht unter, aber mir fällt Schwimmen so wahnsinnig schwer, so anstrengend für mich. Ich weiß nicht, ob es an meiner Technik liegt, aber es heißt ja, ich soll oder wir Tischtennisspieler sollen auch öfter schwimmen gehen, ist gut für den Ausgleich, die Bewegung. Aber wenn ich dann da im Hallenbad bin ich dann, das andere ist mir ein bisschen zu kalt, Ja, das und kann ich bestimmt auch. dann die Omi und Opis dann ihre Bahn ziehen und ich schaff's einfach nicht hinterherzukommen, ist mir schon oft unangenehm, ja. Also es fällt mir nicht so einfach schwimmen. Also ich kann schwimmen, aber halt wahrscheinlich unkoordiniert so. Damian, wie sieht es bei dir aus, Tischtennis? Wir haben in der Tat eine Platte zu Hause, also bei meinen Eltern. Und dann kommen die Familienduelle aber auch leider zu selten. Aber ich würde jetzt gerne sagen, ich bin der Beste in der Familie. Wenigstens, ne? Aber das wäre jetzt gelogen. Ich muss leider sagen, dass mein Papa sehr gut ist. Der ist, also ich habe es ja nie gelernt oder so. Und von daher ist das, bin ich immer derjenige, der springt und läuft. Und er steht da immer nur rechts und links und lässt mich immer, schickt mich dann immer. Und mein Bruder ist dann wahrscheinlich auch der Einzige, der ihn dann schlagen kann. Aber ja. Aber Und der ich hab war das Gefühl, ihr habt beide so eine Sportart, die ja denkt ja, jeder kann das ein bisschen, ne? Also Tischtennis spielen viele Leute einfach draußen an der Steinplatte, Rundlauf, keine Ahnung, sowas und Schwimmen, wie gesagt, kann auch jeder. Habt ihr es viel mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen, wenn ihr die Sportart macht? Müsst ihr noch viel erklären oder fragen Leute blöd, weil sie denken, sie haben Ahnung von der Sportart, haben sie aber eigentlich nicht? Damian? Nee, bei uns gar nicht eigentlich. Also ich glaube, die Leute wissen dann irgendwann, was Schwimmen. Also ich hatte jetzt schon lange nicht mehr, dass jemand gesagt hat, ja, schwimmen kann ich auch. Gab es früher mal, aber es waren vielleicht mal ein, zwei Lehrer in der Schule. Aber sonst glaube ich eigentlich nicht. Also dann weiß jeder, okay, das ist Schwimmen und das ist Schwimmen. Petrissa, was bei dir? Ja, bei mir ist schon öfters so, dass es heißt, komm, wir machen ein Match. Und ja. Ja,
Ich glaube, viele Leute verstehen nicht, wie komplex es ist, wenn ich dann auch ein bisschen mit denen spiele. Auch wenn ich zum Beispiel Interviews habe oder Fernsehauftritte und ich spiele ein bisschen mit dem Moderator. Und dann werde ich halt gefragt, wie viel Prozent sind das jetzt, was ich spiele? Ja, es sind theoretisch 0%. Ja. Weil ich, das ist eine andere Sportart. Es können sich viele nicht vorstellen, wie komplex es ist. Und ja, ab und zu wird man ein bisschen belächelt. Ah ja, da die Tischtennisspielerin, die, weil ja, die haben ein bisschen Ping-Pong, haben halt keine Ahnung. Und ja, aber sonst sind alle sehr beeindruckt. Aber was würde helfen? Muss man mal in die Halle gehen? Damian, warst du schon mal beim Tischtennis wirklich bei einem Profimatch in der Halle? Damit man mal die Dimension sieht, wie schnell das eigentlich ist. Nee, aber ich habe einige so Spiele gesehen, weil es gibt ja dann auch, gerade bei Tischtennis gibt es ja auch so beeindruckende Sätze oder sowas, die man dann auf YouTube findet, so unter krasse Compilations von, ne, so, wo dann echt der Ball noch irgendwie gefangen wird, rechts und links. Aber da, also ich kann es auch nicht wirklich handhaben, weil ich auch nie mit jemandem oder es gesehen habe oder ne, gegen, ich glaube, ich würde super gerne mal gegenspielen, um zu sehen, wie hilflos ich dann, glaube ich, an der Platte bin. Weil wahrscheinlich würde ich ja keinen einzigen Ball kriegen. Ne? Also weil ich diese Dynamik, die dann der Ball entwickelt, glaube ich, ist ja was ganz, ganz anderes, als ich es mir überhaupt vorstellen könnte. Und aber ich war leider noch nicht bei einem Live-Match dabei. Petrissa, Schwimmwettbewerb schon mal gesehen? Nee, leider noch nicht. Ich war mal vom Velodrom, ich glaube, da war dann mal in Berlin eine Meisterschaft, aber rein habe ich es nicht geschafft. Da habe ich noch für Berlin gespielt, hatte selbst noch Training. Ja, leider okay. Noch nie geschafft. Ja. Eine kleine Sache noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die können natürlich auch Fragen stellen. Also wenn ihr da draußen zuschaut und Fragen an Petrissa und Damian habt, die könnt ihr gerne auf YouTube und Facebook in die Kommentare schreiben und die werden wir dann am Ende auch noch beantworten. Genau, jetzt haben wir ja, ich wollte fast noch fragen, Petrissa, ob es im Olympischen Dorf auch Tischtennisplatten, so Steinplatten gibt und man da einfach so spielt, aber wie ich und dass dann verschiedene andere Leute dich fragen, ob du mal eine Runde mitspielst, aber ich glaube, dass du bei den Spielen eher sagst, nee, lass mal, das mache ich, muss nicht jetzt noch sein, oder? Kommt drauf an, ja. Aber also wer fragt? Wenn jemand fragt. Ja, in Rio sind mir gar keine Tische aufgefallen, jetzt wundert mich theoretisch, ja. Oder gab es doch, ich weiß es gar nicht mehr genau. Kann ich mir schon vorstellen. Da waren schon so ein paar Sportsachen, die man so. Es gab ja auch Fußballfeld und Basketballkörbe. Es aber gab ein großes Angebot an Sachen, aber so, vielleicht ist es mir auch einfach nicht aufgefallen. Und ja, gut, aber man wird auch so als Tischtennisspieler vielleicht nicht direkt erkannt. Man kennt ja die Nation, aber wenn jetzt jemand aus der Ukraine kommt und mich sieht, sagt er nicht sofort, oh komm, wir spielen jetzt Tischtennis. Ja. Ja, aber wenigstens im deutschen Team. Das kann man müssen ja. Wir mal gucken. Also, ich bin bereit für ein Match. Gerne. Ich fordere dich dann heraus. Das ist gut. Wir kommen auch dann damit langsam zu dem zum Themenkomplex Olympische Spiele, Olympia. Ihr beide habt eine Gemeinsamkeit, die ihr wahrscheinlich nicht voneinander wusstet. Ihr wart beide mal bei Olympischen Jugendspielen dabei. Petrissa, du 2010 in Singapur. Damian, du 2014 in Nanjing. Allerdings beide mit etwas unterschiedlichen Erfahrungen. Petrissa, erzähl doch mal, wie es dir 2010 in Singapur erging. Also die Anfangszeit war schön. Ich habe, wir sind frühzeitig angereist und es war ein tolles Gefühl, mit der ganzen ja, deutschen Mannschaft dort zu sein, so ja, in einem Dorf zu sein und habe gut trainiert, habe mich gut vorbereitet und dann auf einmal am Abend ja, bin ich krank geworden. Also ich habe Magen-Darm-Probleme bekommen und hohes Fieber und musste dann auch ins Krankenhaus. Und ja, Du konntest nicht starten, das war's dann. Nein, ja. Also
Als ich noch im Krankenhaus war, habe ich noch gedacht, ja, ich kann in 2 Tagen spielen. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht nicht starten kann, bis es mir dann irgendjemand dann vorsichtig erklärt hat. Und ja, mir ging es wirklich gar nicht gut. Ich konnte nicht in der Mannschaft und auch nicht im Einzel starten. Und es hat mir auch für meinen Partner leid getan. Aber er hatte zumindest noch sein Einzel und konnte dann früher abreisen. Und es hat mich lange Zeit belastet. Ja, immer wenn ich dran gedacht habe oder ja, habe ich mich einfach nicht gut gefühlt. Und das hat sich aber mittlerweile jetzt gelegt, ja. Das zum Glück. Damian, deine Erfahrung von Olympischen Jugendspielen? Sehr gut. Also genau das Gegenteil. Freut Mega, mega. Mega Erfahrung gehabt, also total geile, durchorganisierte Spiele. Also war halt eben in Nanjing, China. Also das war, wenn man dann nachher den Vergleich zu den Spielen in Rio gehabt hatte, dann war das schon was ganz anderes im Sinne der Organisation und der Pünktlichkeit der Busse. Und also das war ein extrem durchgetaktetes, ja, und bei mir persönlich auch sehr erfolgreiches Event. Und ich habe dann ein paar Medaillen geholt mit der Staffel im Einzel, auch persönliche Bestzeiten da rausgefeuert und ja, und enorm viel gelernt, von dem ich immer noch jetzt zehre mit, glaube ich, was wirklich das erste Mal bewusst zumindest mit, oder wo ich auch so weit kam mit Semifinale und Finale. Und das war echt sehr, sehr, sehr coole Erfahrung, ja. Mit Aber Mac da und so, mit Café gab es, den haben wir auch richtig geplündert. Also. aber so dieses, ist das das, was Olympische Jugendspiele so wertvoll machen, dass man sowas schon mal erlebt hat, halt ein großes Event, wie es vonstatten geht, wenn man, bevor man dann, weil das hört man oft, dann die zuerst das erste Mal bei Olympischen Spielen sind, das erschlägt einen ja dann doch mit olympischem Dorf und was da alles dranhängt und Medieninteresse, volle Stadien. Da war schon wichtig, dass ihr das einmal mitgemacht habt, Damian. Ja, also ich find schon, also weil ich halt eben auch so positive Erfahrungen gemacht habe, dass man läuft halt einfach schon in so einem Dorf und selbst bei den Spielen war es halt auch, bei den Jugendspielen war es halt auch schon ein großes Dorf und viele setzen sich dann mal in den Kopf, oh Gott, wenn ich jetzt jeden Meter laufe, das macht meine Beine müde und so weiter und dann kann ich nicht mehr richtig performen und das war mir aber 2014 komplett egal, weil ich habe einfach das genossen, weil die eigentliche Saison hat schon geendet mit den Jugend-Europameisterschaften und dann war das quasi das i-Tüpfelchen und deswegen habe ich es einfach genommen und dann ja, hat alles gepasst. Und das habe ich dann genauso quasi in den Spielen auch übertragen, weil ich so, okay, wenn ich jetzt zum Bus halt eben 15 Minuten oder 10 Minuten laufen muss, ja, ist halt einfach so, aber das ändert meine Leistung nicht. Das ist dann meistens immer nur im Kopf, was dann abspielt. Petrissa, trotz der Erfahrung, die du hattest, wenigstens der Anfang, bevor du krank geworden bist, hast du da, konntest du von den positiven halbwegs Erfahrungen auch noch zehren in Rio? Also ich erinnere mich, dass ich die Eröffnungsfeier noch mitmachen konnte in Singapur. Und sonst ja, habe ich nicht so viel mitbekommen, tatsächlich. Aber dann lass uns über positive Dinge sprechen, und zwar olympische Erfahrung, nämlich 2016 Olympische Spiele in Rio. Was ist da dir da besonders im Kopf geblieben? Im Kopf geblieben ist das Halbfinalspiel. Also immer wenn ich an Rio denke, sehe ich das Spiel gegen die Japaner, also im Team. Und ja, die Zitterpartie, das ging ja ungefähr 4 Stunden oder über 4 Stunden das Spiel. Und dieser Moment, als wir dann den letzten Punkt gemacht haben und der dann am Anfang noch ein bisschen umstritten war, weil der dann auf der Kante war. Deshalb meinte ich auch, man braucht auch ein bisschen Glück dann am Ende. Dann, als dieser Ballast dann also abgefallen ist und der Moment, dass man realisiert hat, man hat es jetzt wirklich geschafft, daran erinnere ich mich sehr oft War in das dein Punkt? Standst du am Tisch oder saßt du draußen und hast mitgefiebert? Ich war auf der Bank, das viel schlimmer ist, als selbst zu spielen. Das ist Horror, genau. Also es wird im Team bis zum dritten Punkt gespielt und ich hatte in dem Spiel ein Einzel und ein Doppel gewonnen, ja.
Und meine Kollegin war dann im Entscheidungssatz bei 10-9 hat sie dann schön auf die Kante gespielt, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damian, was ist dir besonders im Kopf geblieben von Rio? Ja, auch da waren es halt Spiele, die ich einfach genossen habe. Und von daher waren das dann, aber eigentlich war es viel Erfahrung. Also über die 50 Kraul kam ich dann ran und das war mein erstes erwachsenes Event quasi. Also mit all den Stars, die, ja, die man so aus dem Sportkosmos kannte halt oder gelesen, gesehen hatte. Und auf einmal steht man halt neben denen, weil ich auch mit guten Zeiten angereist bin, war ich dann auch dementsprechend in den schnelleren Läufen unterwegs. Und da habe ich dann einfach im ersten Rennen das vollkommen vergeigt. Da habe ich nach links geguckt und so, okay, was macht der jetzt und wie läuft der jetzt hier ein und wie schwimmt er sein Rennen, wie halte ich mich? Und wenn man das bei 50 Kraul macht, das ist halt, ja, jedes Kopfzucken ist halt schon, ja, das Rennen für den Arsch. Also da habe ich auch vollkommen vergeigt und ja, aber dann konnte ich weitermachen und habe dann schön die 100 Kraul gemacht und das war dann gut und neue Bestzeit und Halbfinale. Aber das wirkliche Highlight war dann am Ende, das war dann diese 4x100 Meter Lagenstaffel. Das letzte Event, wo wir uns noch so gerade ein paar Hundertstel ins Finale gekraxelt haben und dann das Finale zu schwimmen, das letzte Schwimmevent quasi bei den Spielen, das ist halt, dann ist die Atmosphäre nochmal eine ganz andere. Also die alle anderen sind fertig quasi, sie sind ausgelassen, die stehen auf der Tribüne, die stehen, wo immer sie gucken können. Feuern an, die Brasilianer hatten selber eine Staffel im Finale drin, da hatten wir auch das Stadion in Brasilien, fand ich auch sehr, sehr cool, weil es halt so ein Kessel war, dass man aus so Schwimmhallen gar nicht kennt, also es gab es vorne, hinten, also es war halt einmal quasi umlaufend Tribüne und das war halt ganz besondere Atmosphäre, weil es halt einfach 360 Grad Beschallung war, von, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau die Zahlen, 12.000 oder was man überhaupt nicht im Schwimmen kennt oder auch vorher ich jemals irgendwie ansatzweise erlebt habe. Und dann steht man da als Schlussschwimmer, als Krauler auf der Staffel. Wir wussten, okay, wir sind Achter. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass wir uns auf den 7. hochkämpfen. Von daher war das dann auch dementsprechend, ja, es war nicht diese riesen Anspannung da. Es war halt mehr auch genießen. Dann habe ich nochmal ein gutes Rennen geliefert. Aber diese Atmosphäre, dieses Einlaufen und was man, ja, also das war fantastisch. Also das war super, super geil. Jetzt habt ihr beide von sportlichen Highlights gesprochen, die euch immer noch bewegen. Was habt ihr denn so abseits des Sportes mitgenommen von Olympia, von euren ersten Olympischen Spielen, Damian? Ja, also war halt so ein bisschen schwierig mit. Also wir sind ja immer, ist ja, wir haben eine dankbare Position bei den Spielen. Wir haben ja die ersten 8, 7 Tage sind halt mit Schwimmen und danach ist halt quasi frei und dann ist die Saison ja auch zu Ende. Mhm. Und von daher kann man da so ein bisschen die Stadt erkunden und auch das Nachtleben. Das war natürlich in Rio ja nicht machbar. Also es war ja viel zu gefährlich und da haben es ein 2, 3 Paar mal gemacht. Dann gab es bei den Schwimmern auch so einen kleinen Skandal bei den Amerikanern und dann war so die ganze Stimmung da auch irgendwie im Eimer. Und von daher hatten wir da relativ wenig. Also wir haben dann echt viel noch so, da habe ich mir die Stadt angeguckt, wir haben noch das Freiwasser schon geguckt, an der Copacabana saß man da im Sand. Das war auch super cool. Dann sind wir noch so durch so eine Favela-Tour gemacht, quasi morgen Sonnenaufgang über Rio von so einem, ja, kleinen Berg und so, das war schon sehr geil und wir hatten unsere kleinen Mini-Partys im Dorf und ja, nochmal eine große Schwimmerparty direkt am Ende der Schwimmwettbewerbe, so mitten während der Spiele, das war fantastisch, also direkt Ipanema Beach mit Dachterrasse und sowas und bis 7 Uhr morgens Sonnenaufgang auch und das war auch eine extreme Erinnerung innerhalb von 24 Stunden mit dem Finale und dann die Party, also das war enorm geil, ja. Schön. Petrissa, was hast du sonst abseits des Sports noch mitgenommen? Also Tischtennis geht ja immer von Anfang bis Ende. Und ja, ich habe nicht so die Stimmung irgendwie aufsaugen können. Also ich war tatsächlich in so einem Tunnel und war nur fokussiert auf meine Spiele. Klar, ich habe die Eröffnungsfeier mitmachen dürfen und das war wunderschön dort, also in dieses Stadion einzulaufen und wenn man dann wir standen da in diesem Gang und dann haben wir Lieder gesungen, haben wir die Nationalhymne auch gesungen, es war schon ein besonderer Moment und dann ging es los mit dem Tischtennis, ein Wettkampf nach dem anderen und was ich mich erinnere, ist zwischen den Wettkämpfen, also wenn dann der eine vorbei war, dann bin ich mit einer
Teamkameradin ins Deutsche Haus. Und da war auch eine tolle Stimmung. Und sowieso, als wir dann Silber gewonnen haben und ja, und die Zeremonie dann auch vorbei war, sind wir auch nochmal dahin. Und das waren ja tolle, unvergessliche Momente. Damian, Eröffnungsfeier. Du hast gerade erzählt, dass man als Schwimmer dann sich Gedanken macht, wie schwer die Beine werden, wenn man, ob man jetzt zum Bus geht. Schwere Beine ist ja bei der Eröffnungsfeier auch immer ein Problem, weil man sehr, sehr lange steht auch. Und bevor man überhaupt einläuft in den Katakomben, heißt, ihr wart nicht dabei? Nee, wir durften nicht. Ich hatte auch relativ schnell, glaube ich, die 4x1 Staffel am zweiten Tag. Und wenn man, glaube ich, da gab es eine interne Faustregel, irgendwie 5 Tage oder 4 Tage später erst dann, weil ich, also ich weiß gar nicht, kann auch 3 gewesen sein, dann durfte man den ersten Teil, also durfte man quasi einlaufen und ist hinten quasi, glaube ich, wieder reingelaufen und vorhin schon wieder Busse zurück. Genau, es gibt so ein Early Departure heißt das. Das heißt, einmal kurz rein und sofort wieder raus. Ja, genau, das haben dann viele gemacht, aber man muss ja trotzdem, glaube ich, 2 Stunden in diesen Katakomben. Also es war bei der Schlusszeremonie, da waren wir da halt dabei. Da standen wir ja Ewigkeiten unten noch im Stadion rum und haben da halt auch irgendwie, ja, da wird dann halt schon ein bisschen Alkohol ausgeschenkt, aber ja, das war halt auch schon, deswegen haben wir es auch gar nicht, also habe ich dann auch, ja, war dann schon im Rennmodus, also war dann schon fokussiert auf meine Rennen, deswegen habe ich das nur im Fernsehen verfolgt. Habt ihr denn irgendwie irgendwas erlebt, womit ihr nicht gerechnet hättet, so im Nachgang? Ja, also ich war überrascht, wie viele Stars oder ja, Sport, ja, Ikonen so gesehen in ihrem Feld dann doch unterwegs waren in dem Dorf. Also ich glaube, Usain Bolt hat es auch probiert gehabt, bei dem war es dann extrem schwierig. Also ich glaube, der hat sich dann irgendwann ja, der musste dann irgendwann gehen, weil das dann einfach so viele waren, so eine Traube an Menschen, die dann in der Mensa auf ihn zukamen und der war immer schon abgeschirmt von seinem Teamkameraden und Physios und Trainern und so weiter, aber selbst das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, bei allen anderen ging das dann halt schon und dann kann man abends, wir waren auch immer relativ spät dran, die Tennisspieler auch, und dann hat man irgendwie Djokovic, Nadal und so weiter dann noch eben noch so in der Mensa getroffen, das war irgendwie entspannt, das war irgendwie cool, ja. Petrissa, wie ist das Leben im Olympischen Dorf denn so? Also Rio waren ja meine ersten Spiele und wenn ich mich mit anderen Sportlern oder Tischtennisspielern davor unterhalten habe, wie die Spiele sind, war das immer das Größte für die, also das größte Event und das Tollste auch. Und ich weiß, als ich angekommen bin, ja, ich war super glücklich, aber ich war am Anfang doch ein Stück weit enttäuscht, weil ich mehr erwartet habe. Weil jeder halt gehypt hat, die Olympischen Spiele. Die Geschichten waren zu groß vorher. Ja, und ja, weil die in der Wohnung, wenn es dann halt Probleme mit der Toilette gab oder im Eingang ist ein Riesenloch dann in der Decke, weil das Wasser raustropft. Und ja, es waren dann halt so ein paar Sachen, die mit denen habe ich nicht gerechnet. Ich habe einfach gedacht, es wird mega, mega gut. Und ja, weil davor auch die European Games in Baku waren. Und da wurde ja alles ausgepackt. Irgendwie war ich so am Anfang ein Stück weit enttäuscht. Aber viele haben dann gesagt, ja, wenn die mit anderen Spielen vergleichen, ist schon nicht so gut. Also ja, dafür hat aber der Erfolg dann gestimmt. Also ja. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die Bedingungen am Anfang im Dorf waren schon sehr Rio-spezifisch, dass man das so nett ausdrücken darf. Damian, was hast du da erlebt? Ihr wart ja auch relativ früh da. Ja, aber wir waren, glaube ich, hatten vergleichsweise wenig Probleme. Es war halt dieses Befremdliche, was aber in diesen Ländern ja meist typisch ist, mit Klopapier und sowas, das war ja, war halt schon noch ein bisschen komisch. Dass man das nicht so einfach entsorgen durfte. Und es ging halt auch, die Antwort hat man auch relativ schnell bekommen, falls man das halt nicht gemacht hat, beziehungsweise hat man das dann auch relativ schnell gehört. Und wir hatten ja, glaube ich, im Deutschen Haus, also unserem, wurde ja auch, glaube ich, viel vom DOSB schon vororganisiert gemacht und so weiter, dass das auch reibungslos ging. Und das, also bei uns, wir hatten persönlich keine Probleme in unserem Wohnzimmer-Apartment. Aber bei anderen habe ich das dann schon gehört, andere Nationen, die dann gesagt haben, ups, ja, also wir können bei uns heute nicht pennen oder ne, mussten irgendwie verschieben und weil da irgendwie Wasser in der Wohnung stand, weil irgendwas übergelaufen ist und
Ja, also ich habe auch, ich war nicht so früh da, aber die DOSB-Kollegen, die früh da waren, die erzählen schon noch wilde Geschichten, wie die Apartments aussahen, als sie ankamen. Das war dann, als ihr da wart, glaube ich, nochmal, auch wenn es dann immer noch Probleme gab, es war schon in Ordnung dann halbwegs. Ja. Ich musste gerade an unser Mülleimer denken. Ich habe lange nicht mehr dran gedacht, und zwar wir haben, da gab es ja auch Mülltrennung, ne? Da gab es irgendwie einen Mülleimer mit drei Fächern, und dann hat man da gedreht und dann nach einer Weile hat man gemerkt, ja, aber da ist ja nur eine Tüte drin. Also, war schon sehr speziell, jetzt kann man drüber lachen. Am Anfang war es ein bisschen ein Schock, ja, aber ja. Aber kommen wir von der Vergangenheit in die Zukunft. Noch ungefähr circa 8 Wochen, dann sollen die Spiele in Tokio über die Bühne gehen. Damian, wie ist dein Gefühl, wenn du an Tokio denkst? Ich habe noch gar nicht so viel daran gedacht und habe mir noch gar keine großen Gedanken dazu gemacht. Also ich bin wirklich gerade voll im Training und versuche jetzt einfach quasi von Tag zu denken, von Abend zu Abend, wie ich mir irgendwie den nächsten Tag überlebe und freue mich von hangel mich zu Wochenende und von daher habe ich da noch gar nicht so dran gedacht und versuche das jetzt gerade so in dem Moment mein Training maximal erfolgreich und positiv zu gestalten. Und aber ich blicke da, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann mit absoluter Vorfreude. Also ich freue mich da total drauf, hinzufliegen. Den ganzen Aufwand, den man ja betreibt, den haben wir schon lange nicht mehr gemacht mit Fliegen und Kofferpacken für 3 Wochen ungefähr werden es ja dann werden mit Vorbereitung oder so. Das ist mal wieder schön, wieder mal unterwegs zu sein. Petrissa, deine Gefühle Richtung Tokio? Ich freue mich riesig, dass ich wieder dabei sein kann. Wir hatten zwischenzeitlich mal so einen Infoabend und dann wurden uns ein paar Sachen dann auch zugetragen, wie wir uns verhalten müssen oder wie die Spiele halt dann sein werden, auch wahrscheinlich ohne Zuschauer und so. Und an dem Abend war ich dann schon sehr traurig. Also es hat mich schon ja, auch belastet so, weil ich im Vorfeld ganz andere Erwartungen hatte, weil Japan ist ein Tischtennisland, die Frauen sind wie bei uns Männerfußball, so kann man es wirklich vergleichen. Die eine Spielerin hat eine Bronzestatue in Tokio stehen, also es sind wirklich Stars dort und da habe ich einfach gedacht, boah, das wird für uns Tischtennisspieler so mega sein. Und genau, bei dem Infoabend, da wurde es mir als wirklich bewusst, dass es wirklich andere Spiele sein werden. Da war ich traurig, aber am nächsten Tag habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Und jetzt freue ich mich einfach. Ich hoffe so sehr, dass sie stattfinden werden. Damian, was ist mit dir? Zuschauerfrage. Ich würde mich freuen, also Japan ist auch in Schwimmintensiv, also Schwimmnation auch sozusagen, also wenn wir Weltcups in Tokio hatten, dann waren die auch immer sehr gut besucht und auch, was ich auf anderen selten Wettkämpfe und so weiter gehört hatten, war auch, also wir hatten noch unsere Vorbereitungstrainingslager schon 2-mal, 3-mal in Kumamoto im Süden und super herzliches Volk und total positive Atmosphäre auch bei unseren Wettkämpfen auch. Ja, und deswegen glaube ich, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, also zumindest ohne ausländische Zuschauer, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schade, aber da haben wir im Notfall ja auch den Backup, dass halt eben die Einheimischen sehr schön begeistert sind und ganz ohne wäre schon krass. Also man hat sich leider schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass das halt eben jetzt auch in Quali-Wettkämpfen waren es ja auch quasi leere Hallen, da war ja nur geladene Schwimmer, die auch rein durften. Vielleicht kann man es übers Team so leicht auffangen, vielleicht dürfen die Athleten irgendwie in die Halle wenigstens, dass man dann halt sagt, okay, innerhalb Team Deutschlands darf man sich dann irgendwie supporten in den jeweiligen Veranstaltungen, wenn es denn zeitlich passt. Aber ich bin auch aktuell, weil das halt so viele Fragezeichen sind, fokussiere ich mich dann rein auf meine Leistung und wie ich dann dort performen werde, zeittechnisch. Ja, ich mache auch den Team Deutschland Podcast und habe ich mit Andy Tober gesprochen, dem Turner, und er meinte auch, von einem Jahr hätte er sich das never vorstellen können, Olympische Spiele ohne Zuschauer. Und jetzt sagt er, stell mich da in irgendeine Turnhalle, ist mir eigentlich egal, Hauptsache die finden statt. Und das werden trotzdem Spiele, klar, andere, als man sie kennt, aber sie werden trotzdem besonders werden. Seht ihr das auch so?
Die wären mit Sicherheit besonders, ja. Ich denke schon, dass wenn man dann wirklich dort ist, dass schon die Stimmung aufkommen wird, die besondere. Ja, ich hoffe einfach wirklich nur, dass Zuschauer in der Halle sein werden. Ich glaube, es sieht aber im Moment nicht so gut aus. Ja, aber wenn man dann wieder andere Sportler sieht, auch von Team Deutschland, und dann wird schon die Stimmung aufkommen. Das denke ich schon. Ihr seid aber auch noch, ihr seid noch nicht, auch mit dem Ganzen, was man beachten muss, da gebt ihr euch noch ein bisschen Zeit für, ne? Doch, so Infos habe ich ja schon bekommen. Ja, die Infos hast du bekommen, wie du sie aufgenommen hast bereits oder beherrschst, das ist die Frage. Ach so, nee. die muss ich noch verinnerlichen. Ich muss mir auch mal eine Liste schreiben, runterschreiben, was alles eintreten könnte, damit ich dann auch vorbereitet bin. Und ja, gibt noch einiges vorzubereiten, ja. Okay. Aber ich nehme mit, dass ihr positiv gestimmt seid und Bock drauf hat. Das hört sich gut an. Wir haben ja zu Fragen aufgerufen. Eine ist gekommen, und zwar blende ich die jetzt ein. Da müsst ihr mir helfen. Wie ist die Atmosphäre an einem OSP? OSP heißt Olympiastützpunkt. Damian, ja. Trainierst du am Olympiastützpunkt? Schwimmen? Nee, also unser Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr, der ist ja so ein bisschen ab vom Schuss. Also der ist nicht so, also nicht so integriert in die Sportstätten. Von daher trainieren wir an einem BSP, an einem Bundesstützpunkt, aber das ist im Normalfall, das ist so der positive Side-Effekt bei Covid, ist es jetzt, also im Normalfall eine öffentliche Halle, jetzt ist es eine reine Trainingshalle, was sehr angenehm ist. Deswegen an einem OSP hab ich gar keine. Also ich bin rein in meiner Schwimmer-Bubble-Trainingshalle, meine kleine Trainingsgruppe, und das war es eigentlich. Deswegen habe ich da gar keine Einblicke in meine Atmosphäre. Okay. Petrissa? Bei mir ist es jetzt so, dass wir Tischtennisspieler auch meistens ja, unter uns sind. Also wir haben reines Tischtenniszentrum in Düsseldorf, sind aber natürlich in Kontakt mit Olympiastützpunkten. Also wir brauchen schon auch Unterstützung. Bei mir ist jetzt so, ich bin öfter in Heidelberg und bin schon seit ich klein bin dort. Und für mich ist ein gutes Gefühl, dort einzulaufen. Ich kenne viele Gesichter, und ja, es ist ein anderes Gefühl, weil wie in Düsseldorf, es sind halt nur die Tischtennisspieler, und ja, in Heidelberg sieht man auch mal andere, die man dann aus dem Fernsehen oder so kennt. Auch ganz cool. Also ähnlich wie ein kleines olympisches Dorf, wo man verschiedenste Sportlerinnen und Sportler trifft, was ja auch ein bisschen die Faszination ausmacht von Olympischen Spielen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast war. Damian, ja. Eine Frage noch. Ja, wie unterscheidet sich das Spiel Männer zu Frauen? Also gerade wenn man mixed an der Platte steht, also worauf muss man sich da einlassen, wenn ein Mann gegen einen Mann spielt? Also beim Mix-Doppel? Ja. Ich muss sagen, die Männer haben teilweise auch Probleme, wenn die Frau den Mann anspielt, weil die Männer sind auch sehr harte Bälle gewohnt, und wir Frauen spielen ein bisschen schneller am Tisch, aber nicht so hart. Und wenn wir Frauen dann spielen, stehen die Männer vielleicht einen Tick weit zu weit weg und haben dann keinen guten Treffpunkt. So, das kann passieren, aber sonst... ja, würde ich sagen, wir Frauen, wir haben das schon gut im Griff, auch am Tisch. Also wir kriegen das auch hin, wenn jetzt ein Mann, also wenn ein Mann auf mich spielt, habe ich auch kein Problem mit. Ja. Was sind so eure die klassischen Verletzungen, Überbelastungen? Also ich schätze mal, das ist jetzt nicht auch wahrscheinlich nicht ganz so eine, ist ja keine Kontaktsportart, also das fällt dann schon mal, glaube ich, ein bisschen was weg, wie bei uns ja auch. Aber was sind also eure Probleme, die ihr dann habt? Ja, aber wenn man halt ständig die gleiche Bewegung oder relativ gleiche Bewegung macht, dann nutzt sich ja auch viel ab. Tischtennisspieler haben Probleme mit den Knien, mit der Schulter, Nacken, Lendenwirbelsäule, also vom Rotieren. Und ja, das würde ich sagen, reicht auch. Ja.
Vielleicht noch Füße, weil wir viel auf dem Fußball dann hin und her springen. Ja. Wie sieht es denn bei euch Schwimmern aus? Auch so, vielleicht Schulter? Ja, total Schulter. Also, ja. Weil wir halt auch immer die monotonen Bewegungen machen. Ich glaube, wir haben, ach, keine Ahnung, sag's mal so, 15 Züge pro Bahn, das ist ein bisschen viel, aber ne, das ist halt immer quasi hier rein und immer gerade in so eine unnatürliche Bewegung auch gehen und deswegen immer diese Bizepssehne, das ist, glaube ich, bei jedem jeder schon mal weiß, wir stehen grundsätzlich auch alle immer so, weil wir halt immer nach vorne arbeiten. Also das sind so die klassischen Schwimmergeschichten, sonst sind wir aber auch relativ ruhig, was sowas angeht. Hm. Ja. Ich wollte gerade irgendwas fragen, aber das habe ich vergessen. Könnt ihr dann in Tokio klären? Bis dahin fällt es dir wieder ein. An der Platte. Mir fällt es ein. Und zwar, ich hatte ja gesagt, wir sollen schwimmen, also Tischtennisspieler sollen öfter schwimmen gehen als Ausgleichssport. Was macht ihr denn dann für den Ausgleich? Gibt es da? Genau. Unser Ausgleich ist Rückenschwimmen. Ja, wir haben auch so ungefähr 3-4 Wochen, also es gibt schon welche, die machen dann irgendwie mal ein Wochenende Pause, also die machen dann irgendwie über so einen Olympiazyklus 4 Jahre, machen die dann irgendwie 4 Wochenenden Pause, aber wir haben sonst nur 4 Wochen Pause und ich habe dann ab und zu mal um Weihnachten rum mal Fußball gespielt, ist nie gut ausgegangen, zweimal was gerissen, seitdem auch verboten, von daher ist das leider hoffnungslos, monoton leider manchmal. Okay, ja. Aber Damian, ich finde super, dass du dir die Zeit genommen hast für den Talk heute, weil du kamst gerade, hast du mir vorher auch erzählt, du kamst gerade aus dem Training. Du bist voll im Training drin. Ich habe gesehen, du musstest ab und zu mal deinen Nacken lockern. Ja, das fliegt man manchmal raus. Und aber gerade auch intensive Einheit und das Training auch ein bisschen nach vorne verlegt. Und das ist ja das Schöne, weil wir aktuell halt eben auch ein bisschen mehr Platz haben. Dann konnte ich auch ein bisschen früher trainieren, damit ich es auch pünktlich schaffe. Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr noch, ist ja immer meistens, fallen einem die Fragen nach dem Talk ein und die müsst ihr euch aufschreiben. Klären wir in Tokio, klärt ihr untereinander in Tokio. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da vor Ort wiedersehen, wiederhören und vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Dankeschön. Danke. Genau, und mir bleibt noch übrig zu sagen, der nächste Talk, nämlich zur zweiten Nominierungsrunde vom DOSB, findet am 4. Juni statt. Und dann haben wir wieder 2 bis 3 Athletinnen und Athleten von Team Deutschland hier zu Gast und wir sprechen über Tokio. Bis dahin, ciao und tschüss.